Okay, ihr Lieben. Zum Thema heute, berufen, befähigt, bereit, soll es ja vor allen Dingen um Nehemia gehen und um die Frage, wie wir in schwierigen Situationen auf Gottes Stimme hören können. Ich muss doch ein kleines bisschen mehr von mir erzählen, damit ihr vielleicht auch versteht, warum ich heute hier stehe. Und zwar folgendes. Ich habe vor vielen Jahren, dabei ist es wirklich schon viele Jahre her, Fußball gespielt. Ich habe damals in zwei Mannschaften gespielt, hatte viermal in der Woche Training, an zwei Tagen in der Woche Spiel. Also ich war sozusagen an sechs Tagen in der Woche auf dem Fußballplatz unterwegs. Ich habe Fußball wirklich über alles gestellt. Es war ganz schwierig für mich, wenn ich wusste, okay, mittwochs ist Konfirmandenunterricht, wir sind abends in der JG eingeladen, eigentlich ist Mittwochabend Training. Aber die Eltern wollten natürlich, dass ich dorthin gehe. Und ganz schlimm war auch wirklich, wenn am Sonntag ein wichtiger Gottesdienst war, aber eigentlich auch Fußballspiel war. Ich kann im Nachhinein wirklich sagen, dass der Fußball mein Gott war. Es war dann aber so, dass ich Knieschmerzen bekommen habe und es wurde dann festgestellt, dass ich einen schweren Knorpelschaden hatte im linken Knie, das rechte war auch angegriffen und wir sind damals von Sporttherapeut zum Chirurgen von A nach B und die hatten mir dann wirklich nahegelegt, dass ich den Fußball und auch den Sport beiseite lege. Es war dann auch wirklich so weit, dass ich nicht mehr ohne Schmerzen laufen konnte. Ich wusste in der Schule zum Teil nicht, wie ich das Zimmer wechseln sollte, weil mein Knie einfach nicht mehr funktioniert hat. Als ich dann realisiert habe, dass es eben wirklich so ist, dass der Sport, aber eben auch gerade der Fußball und das Laufen mit 14 Jahren einfach jetzt so weg sind, habe ich einen richtigen Zorn auf Gott bekommen. Ich habe in dem Moment mit Gott Schluss gemacht und bin da in ein richtig, richtig tiefes Loch gefallen. Ja, das ist mal der Ausgangspunkt. Nun zum Nehemia. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Nehemia schon gelesen hat oder sich da ein bisschen auskennt. Ich möchte euch mal ganz kurz ein paar Sachen dazu erzählen. Der Schlüsselort von dem Buch Nehemia ist Jerusalem und das Ganze hat 445 bis 432 vor Christus stattgefunden, wer es ganz genau wissen möchte. Und man kann die Inhalte von dem Buch eigentlich grob in drei Punkte zusammenfassen. Einmal erzählt es die Geschichte der dritten Rückkehrergruppe aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Dann erzählt es den Wiederaufbau der Stadtmauer und die Erneuerung des Glaubens durch das Volk. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass Krieg geherrscht hat, dass das Volk fliehen musste. Und dass Nehemia sozusagen, würde man heute sagen, das war ein Kind von Flüchtlingen. Und der Nehemia, der hatte eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, der hatte einen richtig tollen Job. Denn der war Mundschenk beim König von Persien. Heute würde man sagen, Chefkoch oder Vorkoster. Also alles, was dem König vorgesetzt worden ist, hatte erst der Nehemia probiert, dass es auch ja nicht vergiftet ist. Es war dann so, dass Boten in das Königreich kamen und die haben erzählt, dass es um Jerusalem ganz schlecht steht. Die Stadtmauer, die war total zerstört und ja, das bedeutete damals für das Volk, dass es ganz ausgeliefert war vor Feinden. Und die Nehemia hat das so getroffen, ihn hat das so berührt in seinem Herzen, dass es seiner Heimatstadt und der Stadt seines Gottes so schlecht geht, dass er getrauert hat, dass er gefastet hat, dass er geweint hat, dass er geklagt hat und dass er einfach in ein ganz tiefes Loch auch hier gefallen ist. Stadtmauer kaputt, Heimat kaputt, Knie kaputt. Was ist gerade in deinem Leben los? Wo zweifelst du an Gott, wo zweifelst du vielleicht auch gerade an deinen Freunden, an deinen Mitmenschen? Wo geht es dir schlecht? Auf Arbeit, in der Schule? In welchem Loch steckst du gerade? Nehemia hat sich in seiner Verzweiflung an Gott gewandt. Und ich möchte euch jetzt nochmal drei Punkte nennen. Das sind so drei Lektionen aus seinem Leben und dann genauer auf die eingehen. Erste Lektion,
Der erste Schritt bei jedem Projekt ist das Gebet. Gebet soll ein großes Thema jetzt gleich sein. Zweiter Punkt, unter Gottes Leitung können Menschen, selbst denen, denen man das nicht zugetraut hat, unmögliche Dinge erreichen. Jeder Mensch kann und soll von Gott berufen werden. Und dritter Punkt, zum Dienst für Gott gehören zwei Dinge: mit ihm zu reden und mit ihm zu gehen. Erster großer Punkt, das Gebet. Nehemia, der hat wirklich viel gebetet, wenn man sich das mal so durchliest. Der hat gebetet, als er über diesen schlechten Zustand der Stadtmauer erfahren hat. Und er hat gebetet, als er dann in diese Traurigkeit, in diesen Zweifel verfallen ist. Er hat gebetet, als der König ihn daraufhin angesprochen hat, denn der König hat gemerkt, dass mit seinem Mundschenk irgendwas nicht stimmt. Und das war damals eigentlich auch eine richtige Katastrophe, denn der König hätte jeden umbringen lassen können, der in seiner Gegenwart Traurigkeit zeigte. Aber Nehemia hat es nicht versteckt oder konnte es nicht verstecken, ich weiß es nicht genau. Und daraufhin hat der König ihn angesprochen, Nehemia hat gebetet, dass Gott jetzt einfach durch ihn spricht, und er hat es erzählt dem König, die Situation, wie es aussieht in Jerusalem. Und wisst ihr, was passiert ist? Der König hat Nehemia sein Go gegeben. Der durfte mit einer Gruppe nach Jerusalem zurückkehren und die Stadtmauer wieder aufbauen. Und dort lief auch nicht alles glatt und am Schnürchen. Dort musste Nehemia beten, als er von seinen Feinden verspottet worden ist, als er erfahren hat, dass seine Feinde ihm sogar Fallen bauen, dass sie ihn umbringen wollen und dass sie sein Volk entmutigen. Und Nehemia hat auch gebetet, als er darüber nachdachte, wie er sich selbst und seine Bedürfnisse noch mehr zurücknehmen kann, um Gott zu dienen. Er hat zum Beispiel auf Korn und Geld verzichtet, was ihm eigentlich zugestanden hätte. Und er hat es eingeführt, dass Schulden erlassen werden. Ich habe angefangen zu beten, als meine Angst wirklich größer geworden ist als der Zorn auf Gott. Als ich die kommenden OPs vor mir gesehen habe, diese ungewissen Erfolge und die Ausfallzeiten in der Schule. Ich war damals 10. 11. Klasse. Und ich habe gebetet, als ich realisierte, dass es wirklich ernst ist, dass nicht nur der Fußball und der Sport vorbei sind, sondern dass die Ärzte mir nicht mehr sagen konnten, ob ich jemals wieder ohne Schmerzen laufen kann. Und ich habe gebetet, als ich erkennen durfte, dass Gott mich hier durch den Sturm führt und nicht direkt und sofort heraus. Ich habe gebetet, als ich erkennen durfte, dass Gott mein Herz heilt. Das war für mich ein ganz entscheidender Augenblick und ein ganz toller Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass ich die Situation annehmen kann, dass ich weiß, an wem ich mich wenden kann und soll in meinem Kummer, und dass Gott über dieser ganzen Kniegeschichte und über den Ärzten steht. Und ich habe gebetet, als ich so viel Segen erfahren habe durch diese Kniegeschichte, sage ich mal. Ich durfte in der Jugendarbeit mitarbeiten, ich durfte bei der Maiweek mehrmals mitmachen und zu Rüstzeiten als Mitarbeiter mitfahren. Ich durfte vor einigen Jahren hier bei euch schon mal reden. Ich darf jetzt wieder hier sprechen und darf sehen, was ihr hier auf die Beine stellt. Das ist einfach ganz große Klasse. Ich habe gebetet, als ich durch alle Therapien und Reas meinen Traumberuf finden durfte. Seht ihr, das habe ich noch gar nicht erzählt. Also ich bin Physiotherapeut. Und ich habe dann auch gebetet und Gott gedankt, als ich dann wirklich das Wunder der körperlichen Heilung erfahren durfte. Gott hat mein Knie geheilt. Ich kann heute wieder Sport machen. Ich kann laufen ohne Schmerzen. Und darf euch davon erzählen. Aber ich habe auch gebetet, als ich lernen durfte, was es heißt, demütig zu werden und sich in Anfechtungen und auch Entmutigung an Gott zu wenden. Wisst ihr, das war damals nicht einfach, wo das jetzt erstmal mit der Heilung vonstatten gegangen ist. Ich musste ja weiterhin trotzdem zu den Ärzten, und ich habe denen das erzählt. Und die haben mich natürlich belächelt und gesagt,
ja, vom Beten allein wächst kein Knorpel nach und es ist ja alles schön und gut. Und die MRT-Bilder zeigen bis heute auch noch den Knorpeldefekt. Aber nichtsdestotrotz hat mich Gott geheilt. Und ich möchte dir Mut machen und ich möchte dir zusprechen, dass es Gott immer gut mit dir meint. Dass Gott jede Mauer einstürzen lassen kann, die dich umgibt, die dein Herz ganz eng und ganz kaputt macht. Und dass Gott aber auch jede Mauer wieder aufbauen kann, die dich schützen soll. Das Gebet ist für mich eigentlich so der erste Schritt, der erste Weg, wenn wir darüber nachdenken, über die Frage, wie man in schwierigen Situationen auf Gottes Stimme hören kann. Und es ist für mich auch der erste Weg, der erste Schritt für die Beziehung zu Gott, wo wir unsere Berufung finden können. Berufung ist nicht nur sein Traumberuf zu finden oder den Beruf, wo man Gott dienen kann und darin arbeiten möchte. Berufung ist für mich auch, Mut zu haben, in der Schule anderen beizustehen, die gemobbt werden. Berufung ist auch, was ist deine Aufgabe im Hauskreis, in der Gemeinde oder in deinem Freundeskreis. Du kannst jederzeit berufen werden, auch wenn du schon arbeitest, wenn du schon über 30 bist. Gott kann dich immer noch berufen, auch wenn es nur für eine Wegstrecke ist, wie hier bei Nehemia. Wie kannst du das Gebet in deinem Leben umsetzen? Ich weiß nicht, wie wichtig dir das Gebet ist und wie sehr das in deinem Alltag verankert ist. Ich habe mir angewöhnt, mir so kleine Hilfen zu setzen, damit ich Gott in meinem Alltag und ja, gerade auch wenn es stressig ist, ganz nah bei mir habe. Ich habe zum Beispiel angefangen, bevor ich in die Behandlung gehe, vor jedem Patienten zu beten, dass Gott mir einfach zeigt, was ich tun soll, also mal abgesehen von den Techniken, was man da alles machen kann, einfach auch, dass ich den Menschen sehe, das Herz sehe und die richtigen Worte finde, dass er sich auch bei mir wohlfühlt. Und ich bete, wenn ich das Signal von einem Krankenwagen höre, das habe ich mir echt total angewöhnt. Es ist immer schwierig, wenn man in der Uniklinik unterwegs ist. Und ich bete dann für die Ärzte und für den Patienten, der da gerade da liegt. Und vielleicht auch für die Angehörigen, die jetzt Angst haben. Ich bete, wenn es um politische Streitgespräche geht. Wisst ihr, ich finde das gut, wenn man sich politisch engagiert und ich bin da nicht ganz so engagiert, sage ich mal. Aber ich weiß, dass ich beten kann. Und ich weiß, dass es auch ganz oft und ganz schnell in eine falsche Richtung gehen kann, die ganz viele Sachen kaputt macht. Und ich denke und finde es gut, wenn du dich politisch engagierst, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass du betest für die Politiker, die einfach auch gerade das Ruder in der Hand haben, ob man das nun gut findet oder nicht. Betet für alle, die irgendwo und irgendwie unser Land regieren. Und ich bete auch, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich weiß, dass Parkplatzmangel ist, das habe ich von meiner Schwester gelernt, ich bete einfach, dass ich einen Parkplatz finde. Und ich richte auch all meinen Dank an Gott. Wenn es mir wieder mal überkommt, wie dankbar ich sein kann, dass ich so einen tollen Mann gefunden habe, dass ich so einen tollen Sohn habe, dass ich Freunde habe, die für mich da sind und die mir beistehen in schweren Situationen. Okay, das war das Thema Gebet. Feuer und Herzenssache. Ich habe euch ja erzählt, dass es Nehemia ganz sehr im Herzen wehgetan hat, als er erfahren hat, wie schutzlos und wie ausgeliefert seine Stadt ist, die Stadt seines Gottes. Er konnte und wollte seine Traurigkeit nicht verbergen und er wusste, dass er irgendwas tun muss. Und er hat gebetet und gebangt, ich weiß nicht, wie lange er gefastet hat und ja, wie schnell Gott ihm die Möglichkeit geschenkt hat, dass der König ihn ansprach. Aber er hat in dem Gespräch beim König zugelassen, dass Gott ihn berufen kann. Er hat Gott Raum gegeben. Für mich ist durch die ganze Geschichte beziehungsweise ja, die Erlebnisse ist mir ganz bewusst geworden, dass ich einfach den Patienten ganz anders begegnen kann. Besonders wenn ich junge Menschen vor mir sitzen habe, für die vielleicht auch gerade so ein Karriereaus bevorsteht. Ich kann
ganz anders nachvollziehen, was sie gerade durchmachen. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn eine 40-jährige Frau zu mir kommt mit chronischen Rückenschmerzen. Und ich weiß, dass es auf so viel mehr ankommt, als nur auf einen heilen Körper. Und wisst ihr, mein Mann, der ist auch Physiotherapeut und der hat so ein ganz vertrauensvolles und verständnisvolles Wesen. Und oftmals ist es so, dass er gerade bei Hausbesuchen, besonders bei älteren Personen, ganz einfach nur reingebeten wird und der soll da gar nicht groß behandeln, sondern die wollen einfach nur mit ihm reden. Und ich finde das gut, ich finde das klasse, dass er einfach diese Seelsorge anbietet und dass wir einfach lernen können und sollen, nicht nur auf unsere schwere Situation zu schauen, wo wir gerade im Sturm stecken, sondern auch schauen, wie geht es unseren Mitmenschen. Einfach mal den Blick von seinem eigenen Elend zu heben und zu schauen, wie geht es dir eigentlich? Was ist bei dir los? Berufung annehmen. Ja, der Nehemia hatte nun die Möglichkeit, nach Jerusalem zu gehen. Er wurde gesandt vom König aus Persien. Und das war nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Er hatte viele Tiefen und Rückschläge einzustecken. Er hat erstmal seinen guten und sicherlich auch gut bezahlten Job beim König aufgegeben. Er musste sich bei einem mürrischen Volk durchsetzen, wo er eigentlich immer wieder von Null angefangen hat. Er hatte keine angenehmen Feinde, die wollten ihn sogar umbringen. Aber er wurde durch diesen ganzen Schlamassel von Gott ausgestattet. Er wurde befähigt, befreit und bereit gemacht. Meine Berufung oder mein Wunsch, den ich durch meine Geschichte jetzt in meinem Herzen trage und auch ausleben darf, ist für mich nicht nur Physiotherapeut zu sein. Es ist für mich auch hinter die Verletzung zu schauen, den Menschen anzuschauen, seine Geschichte zu erleben und zu verstehen. Es ist für mich auch Vertrauen aufzubauen und Dinge anzusprechen, die man vielleicht in einer normalen Behandlung nicht unbedingt ansprechen möchte. Und ich möchte mir Zeit nehmen, oftmals gerade da, wo eigentlich keine ist. Und ich möchte Gottes Namen ansprechen, auch wenn das manchmal komische Situationen sind, wo ich es mir bisher getraut habe, es ist nie was Komisches rausgekommen. Im Gegenteil, es hat immer ganz viel Segen mit sich gebracht und viele sind wirklich dankbar dafür. Und manchmal geht es einfach darum, wenn dich schon jemand fragt, was hast du am Sonntag gemacht? Und du einfach ehrlich sagen kannst, ja, ich war im Gottesdienst. Und dann kommt man schon ins Gespräch. Und es ist meine Berufung und mein Wunsch, dass ich mich von Rückschlägen nicht einschüchtern lasse, wie Nehemia. Es kommt auch vor, dass man von Kollegen belächelt wird, dass man, ja, wenn man sich hinter andere stellt, dass man eben nicht mit jedem Witz mitlacht, mitredet, sondern einfach mal auch sagt, hey, müsst ihr jetzt hinter den Rücken über den und den sprechen, muss das wirklich sein? Und es ist auch nicht immer einfach, Probleme oder Ungerechtigkeiten beim Chef direkt anzusprechen, als hinter deren Rücken darüber zu reden. Und ich habe durch meine Berufung auch eine Vision in meinem Herzen und ich weiß nicht, ob und wie sich das mal erfüllen wird, aber ich möchte eigentlich gern mal in der Praxis arbeiten, wo Gottes Name ganz oben mitsteht, wo es einfach normal ist, dass man behandelt und betet, Seelsorge anbietet. Ich bin ganz dankbar für meinen Job, wo ich jetzt arbeiten darf und denke auch, dass es wichtig ist, wo ich jetzt gerade bin. Und ich möchte dir auch gar nicht sagen, dass du jetzt alle Segel streichen sollst oder ganz woanders hin sollst, sondern ich möchte dir auch Mut machen und sagen, dass du genau in der Situation, wo du jetzt gerade bist, berufen werden kannst. Es muss nicht immer gleich ein Stadtwechsel sein. Es kann auch einfach sein, dass du in deiner Familie berufen wirst. Was kannst du tun? Für den einen oder anderen, der vor ein paar Jahren bei meiner Predigt hier schon mit dabei war, ist es vielleicht eine kleine Wiederholung. Und
Es ist kein Rezept. Ich sage jetzt nicht, du sollst die Punkte 1 bis 7 durchgehen und machen und dann kommst du aus deiner Situation wieder raus. Aber vielleicht hilft es dir oder du kannst es ganz einfach abwandeln für dich. Erster Punkt, flüstere seinen Namen. Damit meine ich nicht, dass du in der Schule sitzt und vor dich hinflüsterst. Das kannst du gerne auch tun. Aber ich möchte eigentlich, dass du dir bewusst machst, dass Gott da ist. Dass du seine Gegenwart einfach immer wieder in deinem Herzen, in deinem Leben ganz groß werden lässt. Ganz ohne Druck. Vielleicht kannst du dir die ein oder andere Sache merken, wie mit dem Krankenwagen oder ja, mit dem Krankenwagen zum Beispiel. Also, wenn das nächste Mal einen Krankenwagen hört, denkt an mich und dann denkt an Gott. Zweiter Punkt, vertraue darauf, dass Gott aus deinen Problemen etwas ganz Schönes machen kann. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was gerade bei dir los ist und in welcher Verzweiflung du vielleicht gerade steckst. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht auch deinen ganzen Zorn einfach auf Gott abwälzen kannst. Gott kann das ganz sicher aushalten. Und vielleicht erkennst du bald, dass er dich dadurch berufen möchte, dass er dir dadurch etwas ganz Schönes zeigen möchte und dir ja einfach etwas zum Lernen dabei geben kann. Lebe bewusst. Achte auf deine Zeiteinteilung, achte auf Menschen, die dich umgeben. Wisst ihr, als ich Fußball gespielt habe, es war nicht nur der Fußball, es war damals die Jungsmannschaft und die Frauenmannschaft und das war nicht immer nur gut, der Umgang, muss ich einfach jetzt ganz ehrlich im Nachhinein sagen. Und es hat mich immer irgendwie eingeengt und ich habe gemerkt und gewusst, dass das nicht nur das Gelbe vom Ei ist. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch froh, dass ich einen anderen Weg gehen durfte. Und sei ein Licht. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Predigt von Karin im Ohr habt. Er hatte damals erzählt, dass die ein Mädchen hatte in ihrem Jahrgang. Dem hat man ganz sehr angesehen, dass sie Essprobleme hatte. Und Karin hatte sich irgendwann ein Herz gefasst, hatte auf Gott gehört. Sie hatte das Gefühl, dass sie einfach mal zu dem Mädchen hingehen soll. Und sie hat es angesprochen. Und dadurch hatte Gott die Möglichkeit und den Raum, dass seelische, aber auch dann auch wirklich körperliche Heilung freigesetzt worden ist. Bleibe im Herzen demütig. Nehemia hat viel erreicht, aber er wusste auch, wo er seine Kraft herbekommt und an wem er sich in Erfolg und auch Niederlage wenden muss. Er hat immer zuerst gebetet, als er erfahren hat, dass seine Feinde ihm eine Falle stellen, hat er gebetet. Als er erfahren hat, dass das Volk ja, wieder rummeckert und wieder irgendein Problem hat, hat er gebetet. Und auch als er gemerkt hat, okay Gott, ich kann noch irgendwas von mir geben, ich kann dir noch irgendwie mehr dienen, hat er gebetet. Erhalte dir ein kindliches Staunen über das Leben. Das finde ich immer ganz beeindruckend von Leuten, die gerade so zum Glauben gekommen sind, wie die strahlen, was sie für ein Feuer im Herzen haben, wie die einfach alles schön und gut finden, gerade die Schöpfung und ein voller Kühlschrank und ein funktionierendes Auto, eine gute Waffel. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir das uns auch wieder bewusst machen, dass wir einfach dankbar sind. Es müssen nicht immer die großen Wunder sein, die körperliche Heilung. Es kann auch einfach mal ein gutes Gespräch sein, eine gute Freundin. Diene Gott von ganzem Herzen. Es ist nicht wichtig, ob du im Leitungsteam bist, ob du im Begrüßungsteam bist oder ob du einfach nur Besucher bist. Gott kann dich in jeder Situation gebrauchen. Er kann dich gebrauchen, wenn du hier vorn bist und singst oder was ansagst, aber er kann dich auch gebrauchen, indem du hinten sitzt und einfach betest für diejenigen, die hier vorn stehen, dass Gott jetzt durch die Reihen geht, dass er Herzen berührt, dass er ja einfach da ist. Und du kannst Gott auch dienen, indem du vielleicht einfach jemanden anlächelst, der heute neu gekommen ist, der sich vielleicht noch ein bisschen fremd fühlt und denkt, oh, was machen jetzt die Christen hier?
dass er sich vielleicht einfach wohlfühlt. Teilen macht glücklich. Nutze deine Gaben und lass zu, dass Gott dich gebrauchen will. Ob du jetzt hier vorbereitest, mit dekorativ mitarbeitest, ob du einen Kuchen backst, egal was es ist, Gott kann dich nutzen und hat dich ganz super ausgestattet. Und in schweren Zeiten, die werden kommen, vielleicht steckst du gerade mittendrin, fang an zu beten. Wisst ihr, ich habe das Wunder der körperlichen Heilung erfahren und ich habe auch erfahren dürfen, wie mein Papa gesund geworden ist. Und trotzdem kommen Situationen auf mich zu, das sind ganz aktuell auch in meinem Leben da, wo ich einfach merke, okay Gott, was soll das? Ich finde das nicht gut. Wir haben im Januar fast unseren Sohn verloren. Der hat den anaphylaktischen Schock gehabt und wir wissen bis heute nicht, was er wirklich ganz sicher essen kann, beziehungsweise wissen wir auch nicht, ob sich das verwächst, ob Gott unseren Noah jetzt demnächst heilt oder ob er das in seinem Leben einfach noch eine Weile mitträgt. Und es ist ganz schlimm zu sehen, wenn sein Kind leidet und es ist ganz schlimm, da nichts machen zu können. Und wir sind ganz dankbar, dass wir wissen, wo wir unsere Verzweiflung hinbringen können. Dass wir das Gebet haben, dass wir all unseren Zorn und unsere Ängste auf Gott richten können. Und ich möchte dir noch zusprechen, dass du in schweren Zeiten an die Worte denkst von dem Schauspieler Denzel Washington. Wenn du heute Abend zu Bett gehst, schiebe deine Hausschuhe so weit unter dein Bett, dass du morgen früh auf die Knie gehen musst, um sie wieder hervorzuholen. Und wenn du dann schon mal auf den Knien bist, danke Gott für seine Gnade. Ich möchte mit euch beten. Vater, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der sich aufgemacht hat, der mitgearbeitet hat, der schon im Vorhinein so viel vorbereitet und überlegt hat. Und ich danke dir auch für jeden, der heute das erste Mal hier ist, der vielleicht auch einfach nur mitgekommen ist, weil er sich das mal angucken wollte, weil ihn jemand eingeladen hat. Und ich möchte dir danken, dass du Herzen bewegen kannst, dass du Herzen bewegen wirst, dass du durch dich reingehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns freisetzt, dass du uns zeigst, wo du uns berufen möchtest, wo du in schweren Situationen einfach für uns da bist, dass wir lernen, unseren Zorn, unsere Gedanken auf dich zu richten, dass wir rauskommen aus unseren Gedankenkarussellen und dass wir ausbrechen können aus den Ketten und aus den Mauern, die uns gefangen nehmen. Und ich möchte dir danken, dass du uns liebst, dass du für uns da bist und dass du so viel für uns vorbereitet hast. Und ich danke dir für den Rest des Abends, für die Lieder, die wir noch singen werden. Wir werden noch singen, so groß bist du her, Vater. Und wir möchten das Ganze in unserem Herzen wissen, dass du groß bist und dass du über unseren Problemen stehst, dass du uns aus dem Sturm führen kannst und dass du weißt, wie es uns geht. Dass du weißt, wie es uns geht, auch wenn wir uns niemandem anvertrauen, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder erinnerst und erinnerst und erinnerst, dass wir uns an dich wenden sollen. Ich bitte dich um Mut, ich bitte dich um Weisheit und ich bitte dich um deine Heilung, dass du die freisetzt und dass du groß wirst in unserem Leben. Amen. Ich werde jetzt noch mit hinten bei der Take-Care-Ecke sein und wenn du Fragen hast, wenn irgendwas unklar war, was ich gesagt habe oder wenn ich einfach für dich beten darf, dann kannst du auch gern hinter zu mir kommen.